Arbeit immer nur eine Scheiße. Dreckspost. Eck! Oh, Weihnachten ist noch eine Weile hin. Wo ist denn versteckt, jo? Scheiße. Ach, da. Junge, Junge. Diese Post, Junge. Na, warte. Schwer, Riesenkiste, riesig. Weg. Hi. Was eine Riesenkiste. Ja. Ich habe der Post eine Abstellgenehmigung erteilt. Ja, das ist nun bei der rausgekommen. Ich sagte auf dem Fußboden. Wo bringst du es hin? Auf dem Dachboden. Völlig beschrubbt. Naja, Post ist halt auch nicht mehr das, was immer war. Aber voilà, eine Kiste. Ein Schloss, was zum Aufmachen. So. Wir machen ab. Achso, hier, so ja, mit Verschluss, Verschluss, Verschluss. Tadang. Oh, was haben wir denn hier? Sogar ein Brief. Da war dazu die Karre. Ein Brief. An den Hofner mit freien Waffen. Ein Hofner mit freien Waffen ohne Waffenkiste ist wie ein Dachdecker ohne Dach. Oder ein Zahnarzt ohne Löcher. Moment. Man kann auch sagen, eine Nutte ohne Löcher. Man kann die Kiste auch zum Bier holen benutzen. Hey. Gute Idee, gute Idee. Das ist eine Bierkiste, falls mich jemand fragt von der Polizei. Weiter so und für Kurzweile sorgen. Aha. Grüße von der Lübecker Bucht vom schönen Travemünde, dem 23.05.24. Schon eine Weile her, war eine Weile unterwegs die Kiste. Privatdetektiv, Sicherheitstechnik, Henry Braun. Oh, nein, ich meinte Henry Baum. Henry Baum ist jemand, der sich sehr solidarisch mit mir gezeigt hat. Er hatte mir eine Kiste angeboten als Geschenk. Wunderschön, der Mann, der hat noch einige andere Projekte am Laufen. Mal sehen, wenn ich was finde, dann blende ich euch das mal ein, jo. Witziger Typ auf jeden Fall. Ich bin noch am Überreden, dass er sich auch einen YouTube-Kanal zusammenbaut und mal was von seinen Basteleien zeigt. Oberwitzig der Typ. Gut, vielen Dank. Hier anschreiben in Kiste. Dann möchte ich mich mal noch bedanken bei ein paar Leuten, die sich auch sehr solidarisch mit uns gezeigt, mit mir gezeigt haben, mit meiner Familie und so weiter, die Waffen gekauft haben. Und zwar ist das mein Nachbar Dirk. Vielen Dank. Für die 5 Bier mit einem Gläschen Werkhof, Baikal. Schönes Ding für seinen Garten, für den Vorgarten rechts. Danke, Dirk. Dann haben wir natürlich noch Viktor K. Der hat auch 2 Werke gekauft. Einwandfreier Typ. Kann sicherlich mit Waffen umgehen, hoffe ich. Ja, danke auch an den. Harald, vielen Dank für deine Hilfe. Ob das beim Ausräumen war, beim Bier trinken oder überhaupt. Du warst mir eine sehr große Hilfe. Und viel Spaß mit der Pistole. Das ist ein Original, denke dran. Und dann hatten wir noch Stefan. Ja, auch dir ein riesen Dank, sag ich mal, für die Bastelstunde, die wir hier zusammen erlebt haben. War schon sehr witzig. Ohne dich hätte ich das ja gar nicht wieder zusammengekriegt und hätte es dir auch nicht verkaufen können. Jetzt hast du 2 von derselben Sorte. Von der gleichen Sorte? Von der gleichen Sorte. Ja, auch dir einen vielen Dank.
für deine Geduld. Also ihr alle habt ihr, ihr könnt alle herkommen und Bier trinken. Von mir ist kostenlos, solange wie ich welches da habe. Das war keine Einladung zum Saufen. Ich bin mir sicher, ihr haltet die wären Ehren. Wie finde ich denn jetzt die Überleitung? Schießen! Schießen, genau. Ich habe hier noch was. Hier ist noch was drin. Habe ich bestellt bei Temu. Kam nicht mit demselben Lieferanten hier, aber naja. Ihr kennt Temu? Achso, hier, die Kiste, halt, die Kiste. Hier, ich muss euch nochmal die Kiste zeigen. Die ist ausgefüttert und gemacht. Außer hier oben, das wollte ich nicht. Ja, weil sie ja bloß zum Hinstellen sein soll. Und zwar ist die maßgetreu gemacht für. Mach doch mal wieder zu, die Karre. Die ist maßgetreu gemacht für ein Gewehr von mir. Ich habe den Maße geschickt und so. Also der macht sowas öfters. Falls jemand eine Kiste haben will, kann er die vielleicht mal über mich. Schreibt mir einfach an. Wenn ihr so ein Ding haben wollt, in anderen Farben oder so, das macht er bestimmt alles. Falls ernsthafte Angebote kommen, kann ich euch weiterleiten. Mit einem kleinen Obolus für mich wahrscheinlich. Nee, ich habe schon genug gekriegt von dem. So, dann habe ich hier. Habe ich jetzt alles? So, hier, Temu. Habe ich was bestellt? Ich dachte, es. Ja, was ist das hier? Oh, hier ist ein Aufkleber. Aufkleber sind immer schön. Hört das nochmal. Die kleben natürlich auch noch sofort an den Finger. Scheiße. Ach, nochmal hier gleich mal einen drauf, das sieht ein bisschen gut aus. So, halb mittig. So. Das ist meine Kiste, da kann ich das machen. Wie ich will. So, hier. Ach du Scheiße. Ich blende kurz aus und dann blende ich wieder ein und das hier ist fertig. 2000 Jahre später. So. 5 oder 6 Krämpfe in den Händen später. Die Lampe hier so beschissen tief, Alter. Krämpfe später habe ich das hier übrig. Das sind so Jummi-Ringe, die wusste ich nicht wohin. Ja. Aufkleber ist klar. So, ich schwöre, es sah größer aus. Bei diesem Verein. Also hier schießt man den, da wackelt das. Und das war auch schon die ganze Geschichte dazu. Man kann es wahrscheinlich noch festschrauben, wenn man Schrauben hat. Naja, China, wa? Was willst du machen? Selbst der Aufkleber hier ist schon so kratzt. So eine Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich denke, ich nehme einen China-Kracher und werde dieses China-Ziel beschießen. Moment, ich gehe kurz mein Joule Power 3000 holen zum Testen. Hier, Joule Power 3000. Ein unglaublich genaues Gerät zum Testen von Gewehren zum Schießen. Mach's an. Hier. Genau, ich teste. Na, das funktioniert schon, wenn es sein muss. Auf jeden Fall. Genau. Ich gehe kurz in den Keller und hole das Gewehr. Hier. Genau, weg. Ja. Hier. Diana Chaser. Rifle. Er kennt es nicht, Junge. China in allerhöchster Reinform. China halt. China-Gerät. Ich mache hier eine frische CO2-Kartusche drin. Oh, ich bin jetzt aus dem Bus. Hier. Ja, au, das war auf meinem Finger. Silikonspray. Dann drehen wir. Dann drehen wir das ab hier. Genau, hier, das drehen wir ab. Ich habe schon viel gelernt in letzter Zeit hier mit CO2. Dann ist hier vorne, ich komme mal vor. Hier vorne ist nämlich so ein Bübel dran, die kann man rausdrehen. Und dann kann man das hier nämlich drehen damit. Da brauchen wir ja keinen Schraubenzieher oder andere Eisenstangen. Dann fügt man das hier vorne drin. Mensch, also. Diana Chaser ist ja da alles bekannt hier. Ich muss euch ja nicht erzählen, eigentlich. Denke ich, hoffe ich.
Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gleich hinkriege, aber ich hoffe. Ich denke, das war's schon. Es hat ein bisschen abgezischt, aber was soll's? Oh, es hat sich alles verbogen? Nee. Gut. Machen wir hier vorne ran, wie das Original ist. So. Magazin. Mach ich das noch hin? Befüllt mit H&N Field Target Trophy 4,5 mm und Zangen. Jetzt ist es auch noch geladen. Jetzt ist es. Ich mache mal die Sicherung drin. Kann man nämlich nicht drücken hier. Sicherheit geht vor. Dann bringe ich mal das Ziel an Ort und Stelle, mache die Kamera an und dann schieße ich einfach mal. Es ist ja nicht so einfach, wie es aussah. Ich habe jetzt die Kamera angemacht. Und also erstmal stehe ich jetzt im Schießen. Sprachen lernen, Bubble. Schieße ich im Stehen. Genau. Hier mit, ich habe hier ein Zweibein mit Griff, was ich natürlich erstmal jetzt hier veräppeln muss. Genau. So. Zielfangrohr, Walter, irgendwas. Oh, Sicherung muss ich auf Fire, Road. So, mal gucken, ob ich das Ziel treffe hier im Stehen. Ja, das hat er mal getroffen, war. Das ist nicht so schlecht. Gut, das bewegt sich sehr toll. Ich habe dann noch meine orange Sonne stehen. Keine schwarze, nur schwarz-orange. Ich schieße mal da drauf. Also daneben meine ich. Zack! Oh, also im Stehen ist es nicht so einfach. Schützen wissen das. Ich bin halt einfach nicht getroffen. Ist noch ein Schuss drin? Hier ist noch ein Schuss drin. Aber das große Ziel treffe ich bestimmt. Oh, ich wäre fast auseinandergefallen, habe ich das Gefühl. Dann werde ich jetzt mal auf viel Licht schießen, die Kiste dafür wegnehmen hier. Das Zweibein, Zweibein. Wegräumen, drauf machen, dran machen, drum machen, drin machen. Rucki zucki. Moment, stelle ich die Kamera noch ein bisschen um, dass auch ein bisschen passiert, was ich hier mache. Ja, doch. Neues Magazin habe ich übrigens viel mehr als eins, nämlich zwei. Wo schieße ich nochmal hin? Erstmal am besten durch das Ding hier. 179 Meter. Muss ich auch mal gerade machen, das ist ja völlig schief. Was ist im Herzen von gerade? Eine Steigerung? Ganz gerade natürlich. Nur weiter jetzt. Schießen. Was denn nur? Schießen auf China-Ziel da vorne. Nochmal. Versuche ich tatsächlich mal eine Bitte. Halt's Maul. Hä? Ich glaube, da ist eine Fliege durchgeflogen. Meter. Oh, Schütze. Nochmal. Oh ne, schieß mal auf die Ente da hin. Oh, 178, guck mal, das ist ja gleichbleibend. Das Gewehr. Jetzt sing's mal nicht, oder was? Ach, da unten nochmal die Ente. Also das fetzt schon das Ding, ja. Jetzt habe ich auch einen kleinen Druckverlust von 5 Meter. Der Sekunde. Ein Schuss? Einen habe ich noch. Aber was schieße ich jetzt mal? Ich weiß nicht, ob man das noch auf die Kamera sieht, aber schieße mal auf die CO2-Kartuschen da vorne. Ja, nicht getroffen. Scheiße! Ich hasse Magazine, wenn die leer sind. Absoluter Dreck. Naja, aber wir haben noch einen Schuss, ja. Ah, ich wollte doch auf CO2 schießen. CO2-Kartuschen mit CO2. Ihr werdet aber schießen. Cool. Ich hoffe, man sieht das auch da vorne. Auf der Kamera, die ich noch nicht kaputt geschossen habe zum Glück. So, schieße ich nochmal auf die Sonne. Wir sind jetzt bei 168 Metern. Jetzt nicht, wie viel Joule das sind, könnt ihr euch mal ausrechnen.
Ich muss sagen, die Diana Cesar ist ganz trans. Sprachenlernen Bubble. Die Diana Cesar ist eigentlich ganz, wie soll ich sagen, gleich. Na gut, kaum habe ich es ausgesprochen, 166,6. Das hat mit Satan zu tun. Satansdreck! Eigentlich fetzt das hier schon ein bisschen. Das macht gut Krach und so weiter. Ja, und weiter geht's. Sonne, ich versuche mal da unten das hochzuschießen. Na, das hält nicht. Die Magnete sind scheiße bei der Sonne. Das hier, das fetzt 164 Meter. Man merkt Abfall des Schusses. Weg jetzt hier. Ich habe genug gemessen, das reicht. Aus. Soldat. Ja. Treffsicher ist die zum Blinken. Auch so treffsicher natürlich. Aber ich bin ja, das ist ja jetzt nicht das Video, was ich um diese Chaser vorzustellen. Das ist einfach nur ein kurzes Video, um die Kiste zu zeigen, Danke zu sagen und das Ding mal ganz kurz vorzustellen. Das stelle ich nochmal gesondert vor in einem anderen scheiß Video. Der erste Schuss in diesem Magazin hier muss immer verkehrt rumrennen hier unten. Auch das wissen die, die diese China-Karre schießen. Voll bestückt mit tollen Sachen. Oh ja, Chaser. Chaser, Diana. Mach ich mal hier das Magazin drin. Ja. Magazin drin. Und dann schieße ich noch mal auf die Ziele hier umstehen. Ich habe jetzt hier noch 12 Meter, nee, 10, 12 Meter irgendwas. Ich helfe das. Nee. Übrigens hier das Webein, Zweibein, das ist eigentlich ganz cool. Kann man hier so hochklappen. Da hat man ja nämlich einen Griff. Kann man nämlich greifend schießen. Mal sehen, ob sie hat. Ist das schön leise, dieses Gewehr. Sonne. Oh, schön. Das war nicht so schön. Meine Wasser. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich schieße nochmal. Diesmal auf den Kasten da oben, auf irgend so ein Getier. Ja, ich verzogen. Man hat gesehen, der Bock ist gefallen, wird aufgestanden und das Huhn, die Gans daneben auch, wird aufgestanden gleich. Schießen wir auf das Schwein. Naja, ich mache die Schuss noch alle aufs chinesische Superziel. Was ist das denn? Irgendwas musste wieder passieren. Ich versuch's mal zurückzuschießen. In dieser Stellung hier. Oh, Scheiße. Wenn ich nicht so unglaublich faul wäre, könnte ich auch da vorhin und da. Na gut, das ist sowieso alle. Ach, Leute. Bin gleich unter da. Also. Das Problem ist hier gewesen, dass es so hoch gedingst hier und hier irgendwie so hängen geblieben. Irgendwie. Scheiße, ja. Also es macht, was es soll. Es wackelt ein bisschen. Ich habe es ein paar Mal beschossen. Es hat. Meine Fresse, es hat sich gleich verbeult. Hier. Wie viel sind 178 Meter? Oder 168, 175 Meter Sekunde an Joule? Naja, ich werde es mal ausrechnen. Ein tolles Ziel eigentlich, es hat mich, ich weiß nicht mehr, was das mir Geld gekostet hat, wahrscheinlich 3 Mark. Naja, also den Rest stelle ich irgendwann mal noch gesondert vor, hier oder Diana Chaser vielleicht mal noch extra und mein Joule Power 3000 werde auch noch öfters im Einsatz sehen jetzt. Ich bin glücklich mit meiner neuen Kiste. Auch die wird einen Ehrenplatz in meiner Garage der Zukunft finden. Und ja, das war es eigentlich schon für heute. Kurzes Update, kurzes Schießen. Tschüss!